Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 4. Part Nummer 4? Bin ich der Meinung? Ja, ich glaube schon. Wir sind immer noch im Maulwurfsrattenbau und haben uns hier soweit eigentlich umgesehen. Wir nehmen einfach mal erstmal alles mit. Ich möchte wissen, außer jetzt natürlich wieder eine Kaffeetasse, ich möchte einfach wissen, wie viel was wert ist, auch beim Verkaufen. Damit wir uns dann merken können, was nehmen wir mit und was nehmen wir nun nicht mit. Ein Beckenknochen. Das könnte ganz schön viel Gewicht haben. Ich guck mal ganz kurz nach. Und zwar im Inventar. Wahrscheinlich ist es unter Schrott. Beckenknochen. Da ist es. Das ist natürlich echt. Aber Knochen 3. Ah, guck mal, da sind doch die Materialien, die man dafür bekommt. Knochen. Interessant, nukleares Material. Oh, das hat das Blast-Radius-Brettspiel. Hat doch ganz schön viel Gewicht, ganz schön viel Wert, meine ich. Das ist gar nicht mal so doof. Gut, wir nehmen einfach immer mal alles mit. Knochen des linken Beines. Was zur Hölle? Ich muss auch mal ganz kurz meinen Ton hier noch ein bisschen leiser machen. So, jetzt kann es weitergehen. Ich glaube, wir sind hier aber soweit fertig. Haben wir hier eigentlich irgendwie eine Karte? Gibt es denn hier eine Karte für das Gebiet? Red Rocket Ruhestätte. Hä? 50%? 50%? Was heißt denn diese 50%? Das ist auf jeden Fall Zufriedenheit. Ach, kann man da bevölkern? Da kann man wahrscheinlich bevölkern. Aber Flaschenkürbis. Aha. Aber wie gesagt, das werde ich alles noch nicht machen. Der leuchtende Pilz, was bringt der eigentlich nochmal? Es ist jetzt ein Tag her seit dem letzten Part. Es könnte auch sein, dass ihr im letzten Part oder in den anderen Parts jemanden gehört habt, der noch hier war. Mein Kumpel war nämlich hier und wollte. Oh, nein, hier war Radioaktivität. Wollte mich unbedingt gucken, wie Fallout 4 ist, der Anfang. Und deswegen war er hier. Er hat mit mir auch mitgerätselt bei dem Hackversuch. Ich glaube, wir können eigentlich normal wieder laufen. Und ja, nicht, dass ihr euch wundert, falls ihr irgendjemanden hört. Oh, Grognak der Barbar. Blood on the Harp. Blut auf der Harfe. Oder an der Harfe. Okay. Ich würde so einen Comic gern mal lesen wollen. Einfach nur mal, um zu gucken, wie das halt so ist. Und nein, der erste Part ist noch nicht oben. Falls Kommentare drunter stehen, von wegen Tipps und alles, könnte ich natürlich auch sehr gut gebrauchen. Aber der erste Part ist, wie gesagt, noch nicht oben. Also von daher weiß ich noch nichts. Und nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ups, nein, ich komme hier mit den Tasten mal ganz durcheinander. Ich werde nochmal hier hinter kurz schauen. Weil ich bin der Meinung, da gibt es noch was. Ich bin einfach mal der Meinung, dass es da was gibt. Deswegen werde ich da mal hinrennen. Ich mache mir auch mal einen Marker. Moment, ich mache mir mal einen Marker. Schnell zum. Ach so, man kann doch schnell reisen. Ja, okay, gut. Dann reisen wir mal schnell. Die Ladezeiten sind ja nicht lang. Ein Glück. Oh. Wer ist er denn? Die Gunner. Eine Söldnergruppe wahrscheinlich. Okay, sind Söldner. Interessant. So, jetzt sind wir wieder an der Wall, an der Vault. Und hier hinter. Warte mal, was ist denn da hinten auch noch alles? Hier waren wir zum Beispiel auch noch gar nicht wirklich. Ich möchte mich einfach überall umgucken. Ich möchte auch keinen Ort oder so verpassen. Und falls ihr schon mal fragt, ja, die DLCs kommen auch. Ich habe mir den Season Pass vorbestellt. Also ich habe mir den Season Pass geholt. 30 Euro. Tischventilator. Cram. Cram kennt man ja. Schade, das Terminal hier geht nicht. Schreibtisch hat auch nichts. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gibt's hier noch was? Unser Hund findet aber irgendwie auch nichts. Gehen wir mal hier hinter. Hier gibt es doch bestimmt so das ein oder andere Zeug. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt die Tab-Taste gedrückt halte? Nichts. Es geht anscheinend nur bei der Werkbank. Okay, das ist gut. Ich habe nämlich gerade versucht, diese Ansicht. Oh, eine Hubblume. Was macht denn die Hubblume bitte? Ja, wir werden am Anfang sehr oft hier
rumgeiern. Wir können das untersuchen. Ups, falsche Taste. R3. Ach so, nur so kann man es untersuchen. Ja, schade. Ich dachte, es hätte irgendwas Besonderes. Es hat auf jeden Fall Wert. So, Hilfsmittel. Ist denn hier irgendwo die Hubblume? Tatsache. Die macht Rad weniger. Ach nee, die macht Rad mehr. Gibt es auch irgendwas, was Minusrad macht? Ah, Buffout ist natürlich eine Droge, macht Stärke und Ausdauer. Mehr maximale TP auch für eine Zeit lang. Oh, aufbereitetes Wasser haben wir. Das wusste ich gar nicht. Ich finde das Blutblatt sehr, sehr gut. 10 TP und nur 2 Rad. Besser als Blähfliegenfleisch. Ich glaube, das werde ich jetzt auch wegwerfen. Weil ganz im Ernst, 6 Rad, das ist ganz schön viel. Das geht auch noch. Das ist auch noch ganz in Ordnung. Das ist sogar auch ganz schön gut. 7 Rad, aber dafür 25 TP. Naja, okay, gut. Ich glaube aber, ich werde mal. Ey, wo ist das Fleisch hin? Ich hab's doch gerade hingeworfen. Egal. Ich werde mich aber dann immer mal ein bisschen umschauen wegen diesen Drogen. Weil man braucht die bestimmt irgendwann mal. Und das dahin, das macht mir alles ganz schön Angst. Ich weiß nicht, ob wir hier, ob wir überhaupt hin können. Ich guck mal nach. Naja, noch können wir hin, wa? Wir sollten mal auf diesem Weg da bleiben. Oh, warte mal, da ist doch schon was, ein Haus. Das ist doch ein Symbol. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass mich irgendwelche riesigen. Oh, fuck. Na, kommt her. Hä, ich höre noch einen. Da ist irgendwo einer. Aber wo ist der? Oh, getroffen. Gut. Oh, die sind ganz schön garstig, die Viecher. Nerviger als in den anderen Teilen. Ein Spachtel. Aha. Kronkorken. Oh, es macht immer mal wieder Sinn, die zu looten. Ich will zu diesem Haus. Ich will wissen, was da ist. Oh, da gibt's noch was. Oh. Hund hat einen Gegner entdeckt. Ja, ich auch. Bleiben. Warte. Ich möchte ihn gerne beklauen. Es ist ein Raider, alles klar. Oh Gott. Wo denn? Scheiße. Oh mein Gott, Alter. Oh. Oh, was? Hinter mir? Ach du Scheiße. Hey. Hund? Komm Komm. schon. Auf ihn. Oh Gott. Oh, danke, Hund. Ach ja, Tappy. Tapsi. Wie habe ich ihn genannt? Ich hab's vergessen. Oh mein Gott, ey. Puh, unser erster richtiger Kampf. Wir nehmen natürlich alles mit. Red Hirschfleisch, okay. Hier drüben. Komm mal mit, mein Freund. Der hatte ganz schön viel. So, komm mit. Moment. Abbrechen, so. Huiuiui, was ist denn hier eigentlich? Die haben hier schön was gegrillt. Maulwurfshappen. Gegrillter Red Hirsch. Aha, so ein kleiner Zufluchtspunkt hier. Interessant. Da hinten ist noch so ein Turm. Ach so, das ist. Ach so, Gott, ich dachte schon, das wäre irgendwie ein Funkturm oder so, aber. Ah, ich bin zu viel Assassin's Creed gerade gewöhnt. Da hinten ist doch bestimmt auch noch irgendwas, oder? Hund hat etwas gefunden. Schlammbohne. Okay. Oh, da ist ein First Aid Kit.
Oh, mit aufbereitetes Wasser. Das ist sehr, sehr gut. Hier sind noch mehr von diesen Bohnen. Guck einer an. Die sind bestimmt richtig. Also richtig gut, meine ich. Apropos richtig gut, wir sollten mal was zu uns nehmen. Wir sind am Arsch der Welt teilweise, ey. Wenn man sich mal so anguckt. Lokale Karte gibt es natürlich auch, stimmt ja. Ja, okay, gut, aber mit der komme ich ein bisschen durcheinander. Ich gehe mal wieder auf die Welt. Nein! Ah, Mann. Auf die Weltkarte. So. Inventar. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen TP. Aber auch. Alter, Red Kakerlakenfleisch ist ja total scheiße. Ich glaube, das mache ich mal weg, wa? Obwohl, kann man noch verkaufen. Strahlung widerstehen. Nee, das möchte ich nicht. Red Away möchte ich gerne haben, eigentlich. Schlammbohne. Ich benutze es einfach mal. Und guck mal nach, wie das so weggeht. Ah, das ist ja schön. Okay. Gut, dann nehme ich mal so eine Schlammbohne. Okay, man sieht ein bisschen, dass die Rate gestiegen ist, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Das heißt, das ist noch gar nicht so. Das ist noch gar nicht so gefährlich. Was mich jetzt aber ein bisschen skeptisch macht, ist, warum wir schon so viel Red hatten. Also Rad. Das verwirrt mich ein bisschen. Weil wir ja nirgendwo waren, wo viel Radioaktivität war. Es sei denn, es könnte ja noch von der atomaren Explosion sein. So ein bisschen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Denn da hinten? Und was ist da hinten? Und warum gibt es hier hinten keine Orte? Das ist ein bisschen schade. Eine Badewanne. Aha, okay. Hätte sein können, dass da irgendwas drinne liegt. So Patronen oder alles Mögliche halt. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist denn Tapsi hin? Tapsi soll nicht sterben. Der kann ja auch nicht sterben, ein Glück. Wie man ja weiß. Oh, da hinten ist irgendwas. Seht ihr das? Was ist denn das? Dass hier aber auch keine Orte angezeigt werden. Das ist ein bisschen schade. Ein paar mehr Orte hätte ich jetzt schon erwartet. Warte mal. Okay, nee, ich dachte, da hat sich gerade was bewegt. Ja, ein bisschen paranoid bin ich gerade schon. Aber hier ist auch einfach mal nichts. Nix. Nix, nix, nix. Gar nix. Schade. Aber ich gebe noch nicht die Hoffnung auf, dass hier irgendwo was sein soll. Da hinten ist doch irgendwas, oder? Ohne Witz. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Das möchte ich jetzt mal bitte wissen. Da oben sind wir. Wir sind fast an der Grenze. Doch, kann ich. Ich kann wohl in diese Richtung gehen. Ach, hier ist die unsichtbare Wand. Ah, okay. Aber hier kann man noch weiter. Nee, hier ist Ende. Nee, doch noch nicht. Oh, was bist du denn? Okay. Ein ganz besonderer Baum anscheinend. Ne, hier können wir wirklich nicht mehr weiter. Ah, oder? Das ist ja mal seltsam. Okay, also ich denke mal. Ne, hier ist wirklich dann Ende. Schluss, aus. Was wird mir denn da angezeigt? Ist da eine Vault? Oder ist das die Vault, die wir schon entdeckt haben? Ja, ne? Ich glaube schon. Gut, dann mache ich jetzt hier ganz kurz einen Cut und wir werden uns mal weiter ein bisschen da in diesem Gebiet umschauen. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas zu finden. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Also bis sofort.
So, hatte gerade ein paar Probleme mit meinen Timer. Oh, da oben ist ein Vogel. Ah, schade. LOL, ich habe ihn gekillt. Ah, okay. Das bringt aber nichts. Schade, ich dachte irgendwie Federn oder so. Hätte ja alles sein können. Ja, aber die Vault da hinten, ist das wirklich unsere? Okay, gut, das kann wirklich sehr, sehr gut sein, ja. Schade. Naja. Ich glaube, ich weiß, warum wir noch nicht unser Haus bauen könnten. Weil wir noch gar nicht einen Skill dafür haben. Ich glaube, dafür gibt es nämlich einen Perk. Und da wir den ja noch nicht haben, bin ich der Meinung, dass wir es noch nicht machen können. Falls es einen Perk dafür gibt, aber wie gesagt, ich denke schon. Aber dass es hier hinter nichts wirklich Besonderes gab, ist echt ein bisschen schade. Bisschen enttäuschend teilweise. Okay, hier kommen wir nicht durch. Auch nicht schlecht. Gehen wir jetzt hier so ein bisschen rum. Ah, da muss es doch irgendwo was geben. Ganz im Ernst. Irgendwas gibt es doch da. Hä? Ah, hier ist auch Zaun. Oh. Ach so, der Hund, der ist einfach mal außen rum. Der war clever. Jedenfalls cleverer als ich. Ja gut, wir wissen aber, dass wenn wir da hinten hingehen, gibt es da noch so ein kleines Dörfchen. Und da will ich mal erstmal hin. Und unsere AP ist ganz schön gering. Liegt vielleicht aber auch an der Rüstung, die wir vielleicht tragen. Obwohl, wir tragen ja nur den Overall, oder? Ja, wir tragen nur den Overall. Dann müsste es ja eigentlich gehen. Was ist denn das? Das glänzt so. Einfach nur Grafik. Hä? Oh, ich habe eine Taschenlampe. Wie cool ist das denn? Aber wenn man gedrückt hält, hat man eine. Oh, wie cool. Das ist ja nice. Schade, ich dachte, man könnte hier so rutschen wie bei Call of Duty oder so. Hätte ja sein können. Man weiß ja nie. Gut, wenn hier aber nichts mehr weiter ist, dann gehen wir jetzt einfach mal. Ach, Moment mal, apropos. Mensch, Freunde, wir haben ja Sachen bekommen. Wir haben doch Waffen auch bekommen. Splittermine. Da, doppelläufige Schrotflinte haben wir. Die werden wir auf jeden Fall ausrüsten. Favoriten R1. Machen wir mal hier unten hin. Jo, gut. Haben wir noch Kleidung irgendwo? Ah, guck mal, Gasmaske mit Brille. Interessant. Ich glaube, die werde ich auch mal aufsetzen. Alle Angriffe haben einen bestimmten Schadenstyp. Ballistisch, Energiestrahlung oder Gift. Und der hat jetzt nun. Keine Ahnung. Gut Zeug. Wenn du Rüstung trägst, erhöht das deine Schadensresistenz gegen bestimmte Schadenstypen. Gegen andere sind Rüstungen. Das habe ich nicht mehr lesen können. So, erstmal hier ein bisschen ausrüsten. Wir brauchen ja. Ach, gucke mal. Das Schild ist wahrscheinlich. Da ist Energie. Hat man eine Schadensresistenz gegen Energie? Rotes Kleid. Ja, das macht ja alles weg. Das ist ja Quatsch. So, jetzt gucken wir mal hier. Sackkapuze mit Riemen. Nee. Ich finde so eigentlich alles ganz gut. Ein Gurt. Und eine Leder. Ach, Lederkombi macht mehr als Gurt. Okay. Cool, wie sehen wir denn jetzt aus? Ja, aber ich möchte mich gerne. Ich möchte mich gerne so drehen können, dass ich mich auch von vorne sehe. Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Das ist schon mal gut. Kriegen wir ein bisschen weniger Schaden. Oh, was ist denn hier? Patronen! Guck an, die habe ich vergessen. Eine Bierflasche, die. Ich glaube, die. Das gibt ganz schön viel Geld. Also Kronkorken, weil Alkohol ist ja so ein Bestandteil im Ödland, den braucht man mal, ne? Von daher. Oh, sollen wir hier runter? Ja. So. Wunderbar. Noch sieht die Welt für mich ziemlich leer aus, aber ich glaube, das kommt alles noch. Irgendwann kriegen wir so viele Quests. Hoffe ich jedenfalls.
Es wird schon ganz gut werden. Ranger-Hütte. Oh, eine Ranger. Okay, was? Bam! Los geht's, zack. Oh, ich hätte nur einmal schießen müssen, okay. Da ist noch irgendwo was. Aber wo? Ach da, guck einer mal an. Ah, der letzte Schuss hat's gemacht. Ich benutze das Watz ein bisschen öfter als vielleicht andere Let's Player. Oh, Wasser. Nein, nicht Wasser trinken. Das macht doch. Naja. Nö, geht eigentlich. Ich wollte eigentlich die Blähfliege. Was ist denn jetzt los? Hast du noch einen gesehen, Kumpel? Irgendwas hat er noch gesehen. Oh, da ist die. Die sind echt alle tot. Die ganzen Kleider, die brauche ich eigentlich gar nicht mitnehmen, glaube ich. Ödland Überlebensführer. Du hast eine Ausgabe des Ödland Überlebensführers gefunden. Du nimmst dauerhaft 5% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Oh, cool. Self-Defense Secrets. Aha. Dauerhaft. Cool. Das ist cool, dass es jetzt wieder Bücher gibt. Ich glaube, das war in New Vegas nicht mehr so. Da gab es nur noch Zeitschriften, die das, die es für kurze Zeit gemacht haben. Ich finde es aber gut, dass es jetzt wieder Bücher gibt. Oh, da hinten. Das könnte doch was wert sein, oder? Da hinzugehen mal. Und zu gucken. Vielleicht sollte man noch von diesen Blutblättern ein paar sammeln. Hm. Wir gehen mal gucken, was. Oh, das Wasser ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Habe ich jetzt nicht wirklich bedacht. Wicked Shipping Flottenliegeplätze, okay. Flottenliegeplätze? Wie kommt man denn hier rein? Hier gibt es doch bestimmt Gegner, hundertprozentig. Mir kann keiner erzählen, dass hier alles friedlich ist. Oh, hier kann man rein. Okay, hier ist schon mal nichts. Vielleicht ist hier doch auch niemand. Da unterliegt einer, guckt mal. Scheiße. Scheiß cool. Ups, nein, ich wollte kein Watz benutzen. Ich wollte die doppelläufige Schrotflinte nehmen. Oh, die sieht cool aus. Da war doch noch gerade was. Scheiße! Jawohl. Komm, lad nach. Malpinsel. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Da war gerade irgendwas. Nein. Hier war doch gerade was. Hm. Eine Aluminiumdose brauchen wir jetzt nicht wirklich, oder? Oh, hier geht's auch hoch. Das Radio. Okay, gut. Rüstungswerkbank, aha. Werden wir uns gleich mal ansehen. Oder besser gesagt, im nächsten Part uns ansehen. Hm. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, obwohl, ein bisschen können wir noch. Ich habe gerade mal geguckt, ein bisschen geht noch.
Wohnwagenschlüssel? Heißt das etwa, dass wir im nächsten Part vielleicht fahren können? Das wäre ja mega cool. Na, komm, rüber da. Zack. Weg mit dir. Die Musik ist auch voll cool, die Kampfmusik. Alles mitnehmen. Alles, was man nur so finden kann. Wohnwagenschlüssel. Echt interessant hier. Aber ich glaube, mehr gibt es jetzt hier auch nicht. Oh, oh, Radioaktivität. Aber da hinten ist doch bestimmt was. Okay, los geht's. Hinten ist doch was. Mein Teddybär, ich habe ihn endlich wieder. Okay. Huh, endlich, ich habe meinen Teddy wieder. Ach, hätte ich gewusst, dass es nur ein Teddy ist, ne? Na gut, gucken wir uns mal ganz kurz die Rüstungswerkbank an. Oh, man kann das alles ein bisschen Standard, ohne Extras. Gekocht? Oh. Umgürtet. Macht zwar mehr Gewicht. Mal ganz im Ernst, ich baue es mal um. Ja, komm. Zack, so. Das hier geht noch nicht, dafür braucht man Rüstungsmeister, okay. Hier mache ich mal lieber gekocht. Weil ganz so viel möchte ich ja auch nicht, ganz so viel, na, wie nennt man das? Gewicht. Okay, hier kann man mal umgürtet machen. Das ist gar kein Problem. So, zack, haben wir ein bisschen mehr Rüstung, also ein bisschen mehr Schaden können wir einstecken. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich recht herzlich beim Zuschauen und mal schauen, was wir im nächsten Part machen. Ob wir in die Richtung von Concord jetzt nun gehen, um die erste Quest mal abzugeben, oder ob wir hier noch ein bisschen was finden. Auf jeden Fall, haut rein und bis morgen zu Fallout 4. Ciao.